Was ist mit den Ölpreisen los? Was hat die OPEC vor? Was geschieht in den USA? All diese Themen werden wir mit Spencer Welch von IHS Markit diskutieren. Die Ölpreise sind neuerdings auf dem höchsten Stand seit Monaten gestiegen und bleiben relativ stabil. Viele Marktteilnehmer halten dies für ein Erholungssignal. Wie würden Sie die aktuelle Marktlage kommentieren? Guten Tag, Sie haben völlig recht. Die Marktstimmung ist im Moment sehr positiv, was seit 3 Jahren nicht mehr der Fall war. Die Lagerbestände werden abgebaut. Die Preise nehmen allmählich zu. Das OPEC-Programm zur Drosselung der Ölproduktion bringt die erwünschten Ergebnisse, wenn es auch viel Zeit in Anspruch genommen hat. Aber es wäre etwas voreilig und gefährlich, den OPEC-Sieg zu feiern. Im 3. Quartal performt der Ölmarkt saisonbedingt gut, weil die Nachfrage am höchsten ist und die Ölvorräte zurückgehen. Auf der nördlichen Hemisphäre beginnt der Winter. Die Nachfrage ist hoch, sodass sich die Ölpreise wirklich erholen können. Die Lage verbessert sich. Aber es ist noch zu früh, den Sieg zu feiern. Die OPEC hat die Ölerzeugung in diesem Jahr um 1,8 Millionen Fass pro Tag reduziert, um den Ölpreis anzuheben. Was wird Ihr nächster Schritt sein? Hätten Sie mir diese Frage vor einigen Wochen gestellt, hätte ich geantwortet, dass die OPEC mit der Drosselung Schluss machen wird. Die Kürzung um 1,8 Millionen Fass pro Tag dauert von Januar 2017 bis März 2018 und hatte bis vor kurzem keinen spürbaren Effekt gebracht. Aber seit einem Monat hat sich die Lage wesentlich verbessert. Ich habe noch meine Bedenken, aber trotzdem erwarte ich, dass die Produktionseinschränkung bis Ende 2018 verlängert wird. Die Zeit arbeitet für die OPEC. Es wird bis November kein OPEC-Treffen geben und erst wenn die Nachfrage nachlassen wird, wird sie eine Entscheidung treffen. Bestimmt hat die OPEC nicht vor, das Programm abrupt zu beenden, sonst kämen zusätzliche 1,8 Millionen Fass Öl pro Tag auf einmal an den Markt. Wenn auch die OPEC die Einschränkungen aufheben wollte, würde es ihr nicht so leicht fallen. Höchstwahrscheinlich wird sie das aktuelle Programm verlängern. In den USA schien die Rohölgewinnung stets zuzunehmen und sollte bis Ende des Jahres 10 Millionen Fass pro Tag betragen. Nun hat sich aber das Wachstum verzögert, was sich zugunsten der OPEC ausspielt. Wie sind die Aussichten der Rohölgewinnung in den USA? Ja genau, die Verzögerung der US-Produktion ist für die OPEC von Vorteil. Nachdem die Ölproduktion im Vorjahr die Tiefstmarke von 8,6 Millionen Fass pro Tag erreicht hatte, nahm sie ein rasantes Wachstum wieder auf. Die Anzahl der Bohrstellen verdoppelt sich auf gut 700, sodass ein Produktionsvolumen von 10 Millionen Fass pro Tag zum Jahresende ziemlich realistisch ist. Die jüngsten Daten verdeutlichen eine Verzögerung. Die Anzahl der Bohrstellen nimmt etwas ab und die Produktion wächst in demselben Tempo. Nach unseren Prognosen soll die Produktion am Jahresende bei 9,6 Millionen Fass pro Tag liegen, aber dies ist immer noch 1 Million mehr als im Vorjahr. Diese Wachstumsverzögerung ist eine gute Nachricht für die OPEC und für den Weltmarkt. Aber die Ölgewinnung in den USA reagiert prompt auf Preisveränderungen und die jüngste Preiserhöhung wird die US-Produktion beleben. Es wird mehr gebohrt werden. Noch wichtiger ist, dass amerikanische Ölproduzenten die neulich gestiegenen Preise durch Termingeschäfte für das nächste Jahr fixieren werden. Sie werden die Gewinne auf das nächste Jahr übertragen und die Produktion erweitern, ohne sich Gedanken über mögliche Verluste zu machen. Die Preiserhöhung stellt zwar einen kurzfristigen Vorteil für die OPEC dar, aber im nächsten Jahr wird sie die USA begünstigen und für US-Produktionswachstum bis 2018 sorgen. Deshalb erwarten wir, dass die Ölerzeugung in den USA weiter zunehmen wird und die magische Marke von 10 Millionen Fass pro Tag im Jahr 2018 schließlich erreichen wird. Spencer, vielen Dank für Ihre Kommentare. Es hat mich wie immer sehr gefreut.
Bitte. Und danke für das Zuschauen. Falls Ihnen das Interview gefallen hat, bleiben Sie auf Dukas Coffee TV dran, um mehr zu erfahren.